Herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder bei 7 Days. Die Mod ist jetzt auch fertig. Sehr schön. Dann können wir sie gleich ins Motorrad reinmachen. Und wir machen uns dann auch gleich auf den Weg Richtung Dingsebumse da, Richtung MMM. Ah, Snebio. Kann man gerade den Namen nicht. Bis wir da ankommen, hat er auch auf. Sind ja nur noch 2 Stunden. Ein Träumchen. So. Tank noch einmal. Das muss natürlich sein. Oh, da gehen aber auch gute 2500 rein, ne? 3000 sogar. Hält dafür hoffentlich eine Weile. Werden wir sehen. Fakt ist, wir fahren los. Wie klingt das? Okay, ne? Okay. Machen wir es mal auf den Weg. Schön, der hat noch nicht auf der Gute. Wie gesagt, das ging jetzt deutlich schneller als gedacht. Macht nix. Können wir gleich unseren Schockstabchen mal testen? Hallo Luchi. Na? Sehr schön. Oh, guck mal, die Schreckenswölfe sind auch hier. Okay, könnte zwar jetzt ein bisschen gefährlich sein, aber ich will den Schockstab mal an ihm da ausprobieren. Hallo, mein Freund. So. Schön. Ey. Sag mal. Was fällt dir ein, Arlene? Ich bin hier beschäftigt. Da. Hält aber auch gut was aus, der Junge. Also. Eine Ausdauer. Der hält aber sehr viel aus. Na, mein Freund? Aua, jetzt reicht es! Misch dich doch nicht ein! So, nochmal. Ja, wie viel hält denn der aus? Reicht es. Okay, die geben also auf wie die Demos. Rotes Säckchen. Das wundert mich nicht so viel, wie die aushalten. Sag mal. Habe ich jetzt die gesamte Nachbarschaft hier angelockt, oder was? Was ist denn hier los? Kommt mir jetzt gerade eine Wanderhorde zu, oder was? Richtig schön. Warten wir Level um. Ist ja gut was los hier, wa? Das nenne ich doch mal eine nette Begrüßung. Okay. Essen habe ich auch noch ein bisschen eingesteckt und trinken. Das haben wir schon. So, hier haben wir noch einen blauen Lootsack. Zweimal Robotik, sehr schön. Geschützte und freigeschaltete Qualität 1. Arbeitsstation zweimal. Und ein bisschen Stall und Steroide. Die halten aber gut was aus, die Jungs. Okay, Rückstoß und nochmal zweimal Endwerkzeuge. Also Muni haben wir schon wieder mehr als vorher. So, und dich, mein Freund, nehmen wir mal auseinander. Auf jeden Fall. Die geben Gammelfleisch? Okay, die haben mal richtiges Fleisch gegeben. So, essen wir erstmal die da. Okay, wir gehen mal zurück zum Händler, ne? Der war da. Schön. Mann, Mann, Mann. Wir haben den Schockstab jetzt zu Genüge getestet. Es geht mit dem Schockstab, dauert aber halt eine Ewigkeit. Weil der halt doch ein paar Skillpunktchen fehlen. Schön. Aber so muss es. So macht es Spaß. So, Level-Up hatten wir ja auch.
Den hatten wir hier, die fehlen nämlich Arzt, besonders die letzten beiden. Oh ja. Gut, wir müssen aber erstmal hier anfangen. 25% mehr Gesundheit über Zeit wiederherstellen und erhalte 100% mehr EP, wenn du Verbände, Erste-Hilfe-Verbände, Verbandskästen oder Schienen verwendest. Schienen und Verbände heilen Verstauchung sofort. Assist more. So, wir gehen dann die Prozedur. Wir stillen jetzt einmal kurz. Zwei Kisten her. Weil wir haben noch nicht mal den Händler besucht und sind schon wieder fast voll. Dankeschön, Dankeschön. Dann hau hier rein. Danke. So muss es. Und wir gehen rein zu dem Guten. Didi. So, mein Freund, wir looten dich einmal kurz durch, ja? Und dann sprechen wir mit dir. Schockstabteule, Nomordenhandschuhe Stufe 4. Nee, wir haben das Wichtigste. Jetzt wird hier nicht mehr alles verkauft. Das kannst du knicken. Na, guck mal, hier ist noch eine Werkbank. Danke. Schmiede auch gleich hier. Danke. Chemiebank liegt hier. Und Zementmischer auch. Mensch, er hat ja mal alles auf einen Haufen. Jo, wir haben den Zementmischer frei. Von hier aus haben wir es ja nicht weit nach Hause. Ich würde sagen, Tag 26 fahren wir nach Hause, damit wir noch ein bisschen geschmiedetes Eisen und Zement machen können. Aber noch haben wir ein bisschen Zeit. Komm, können wir gleich mit bei ihm verkaufen. Gut, dann lass uns mal rennen in den Jungen. Zum Jungen. So, einmal kurz hier durchlooten. Dankeschön. Hier ist leer. Oh komm, können wir auch mal verkaufen? Brauchen wir nicht mehr, aber können wir verkaufen? Dankeschön. So, die Klamotten konnte man nicht looten, das hier auch nicht. Knives, ammo, explosives. Die können wir noch looten. Dankeschön. War hier nicht auch irgendwo nochmal bei ihm eine Kiste, die man looten konnte? Ja, meine ich doch. Okay, können wir auch gleich mit verkaufen? Hallo, mein Freund, da sind wir. See, working pays the bills and keeps your pockets. Ein Speck mit euren. Hier, wir nehmen ein Zeitschriftenpaket. Danke, mein Freund. Oh, einen Moment. Zweimal Sturmgewehre und nochmal zweimal normale Gewehre und nochmal zweimal Robotik. Keep your hands where I can see. So, warte mal, die behalten wir. Du kriegst den doch. Selbstgebautes Gewehr Quali 5. Wow. Hier, den kannst du haben. Den will er auch nicht haben. Okay, jetzt zerschreddern wir den. Und ansonsten, hier, den kannst du haben. You made a great decision. Gut, mein Freund. Hast du irgendwas Brauchbares? Gucken wir mal kurz. Munition, Waffen machen wir jetzt nicht unbedingt. Sprit hat er noch ein bisschen, das ist schon mal gut für den Anfang. Und hier, die Sache für den Sammler brauchen wir aktuell nicht mehr. Memö. Büchermäßig. Robotik-Drohnen, Scheinwerfer-Mod. Müssen wir gucken, wie viel Geld wir über haben. Essen hat er jetzt nicht so den Brüller. Fallen und sowas. Jojo. Mods. Ah, hat er jetzt auch nicht so den Brüller. Ne, ne. Ja gut. Klamotten. Gut, mein Freund, was hast du denn an Quests? Du müsstest die Vierer haben, ne? Jo. Das ist doch ein Träumchen. Und zum Warmwerden hier im Schneebiom würde ich sagen, wir machen erstmal eine normale Fortron-Set. Das sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts. Aber wir gucken uns das an. Keine Ahnung, irgendwo hat er ja von einer rumgeknibbelt. So, komm. Hau rein. Dankeschön. Fand wir nämlich gleich zu Quest. Bin ich mal gespannt. Ist ja eine Vierer, also so klein kann er nicht sein.
Lassen wir uns überraschen. Entschuldigung, aber du standst im Weg. Oh, stimmt, hier gibt's ja auch Bären. Yo. Wie hoch ist unsere Game-Stage hier eigentlich? 146, das geht eigentlich, ne? So, ich glaube, das war hier nicht ganz ungefährlich, aber... Nein. Daneben. Sag mal, Junge, kotzen zu den Sternen oder was? Bitte. Da. Schillingminen. Ach ja, ich kann ja rüberlaufen. Stimmt, ich habe mich gerade gewundert. Aber es ist trotzdem so gesund für die Zombies, neben mir da rüberlaufen. Wie man ja gerade hört. Da macht das aber überall bei der Boom gerade. Und Stoff. Hier ist doch was drin, ey. Samen. Hallo. Didim. Oh, ich würde sagen, sie ist gleich kopflos. So, wir gehen einmal außen rum. Den Nachbarn besäudigen. Ihr Kopf blitzt immer noch durch die Gegend. Ach, der Herr? Dann macht das gleich Boom. Nicht? Okay. So, und Moment. Tach. Alle Jungs. So, den nehmen wir mit. Ja, die Gebäude gehen wir natürlich auch gleich rein. Müssen wir ja so oder so. Damit wir nicht so ein Rückenfeld hier einmal aufräumen. Ach, guck mal hier, Captain Kopf zu viel. Hol wieder. Okay, der ist leicht kopflos. Und der Mauchi. Bitte. Und da liegt auch noch jemand. Ach, da. Ey, Gumpel. So. Ich glaube, hier außenrum haben wir alle besäugt. Ja gut, Nachtfest sind wir jetzt nicht. Jo, komm einmal hoch da. Tag, Jungs. Da ist er doch glatt. Sag mal, Junge. Schwängelt doch nicht so viel. Bleib tot. Und er steckt immer noch da oben, oder was? Junge, hier ist eine Leute. Danke. So. Bis jetzt muss man noch keine Muni verschwenden. Das ist schon mal gut. Aber ich glaube, das wird sich hier noch ändern. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mal auf hier. Mach wieder zu. Geht leider nicht. Oh, hallo. Wir sind nicht mal auf einer Befallenen. Ja, schön. Nein. Tag, die Dame. Nein. Hallo, Shorty. Ach, guck mal, Beuger ist er auch noch. Sie ist schon tot. Okay. Ich wollte doch nur nicht, dass sie hier was sprengen.
Dim, 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 dim. Ist das eine Kiste? Nein. Ich weiß, wir müssen hier durch. Okay. Die von außen haben sich wohl gesprengt. Ich glaube, hier ist der Hauptblut, ne? Okay. Jungs, das wird mir jetzt hier zu nah. Oh Gott, Captain Kotztüte ist auch noch da. Ja. Sag mal, bin ich auf eine Befallene? Nein. So ist denn hier so viel los? Ach, Rudi auch noch. Okay. Schön. Okay, da komme ich mit der Ausdauer nicht hin. Na, 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 na. Oh Gott! Oh Gott, ich konnte gerade nicht retten. Ich kann immer noch nicht retten. Was ist denn hier los? Ich versuche sie mal über die Minen zu locken. Wieso kann ich denn nicht rennen? Jetzt. Dem, dem. Das sind doch mehr als ich durchte. Junge, 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 was halten die aus? Oh, ne, Lurki. Nicht du auch noch. Okay, der eine ist tot. Ich weigere mich hier zu sterben. Uff. Aber Jungs. Lalalalalala. Dim, didi, dim, dim. Ich habe ein kleines Ausdauerproblem, würde ich sagen. Junge, 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 ich hab das doch ein kleines bisschen unterschätzt. Komm, Junge, lauf über die Minen. Ach, denn eben nicht. Gut, die Jungs sind rübergelaufen. Dim, dim, dim. Dim, 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 dim. Schön. Ich glaub, der eine hat da gerade. Ja. Okay. Okay. Jetzt haben wir es einigermaßen im Griff. Hallo, Halbi. Noch so ein Halbi? Was ist denn hier? Gut, man kann sich auch manchmal die Umgebung zunutze machen, ne? Schön. Schluck mal Honig. Du bist so ein Tier, Junge. Wär's fast draufgegangen. Da hilft ein Honig. Da stand vorhin noch mehr. Schön. Der steckt unten noch fest, oder was? Ist er resettet? Sieht fast aus. Do. Oh, warte mal. Ich stecke hier gleich fest. Gut. Einer kam nicht mit hoch. Okay.
Jetzt hast du aber verloren, mein Freund. Wenn ich Ausdauer hätte. Na. Geht doch. Schön. Das waren zwar noch nicht alle Zombies, aber ich glaube, der größte Teil. Schön. Ach, herrlich. So muss das. Was ein knappes Spielchen war, aber wir leben noch. Oh. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Kam mir vor wie eine Befallene, war es aber nicht. So, medizinische Handwerksfähigkeit. Dankeschön. Du kannst übrigens mal eine schlucken, mein Freund. So, den können wir auch einmal kurz die Waffe tauschen. Zack, zack. Wir müssen auf jeden Fall den Schockstab hochkriegen. Also, die letzten Arztdinger da. Der Bär ist oben zugange. Okay. Das ist nicht so schön. Die verkaufen wir. Ich weiß nicht, ob wir hier im Snebium schon die Befallenen machen sollten, ehrlich gesagt. Das hier ist nur eine normale Quest. Uns fehlt da etwas die Ausrüstung. Ich glaube, das war der Bär. Oh, ich höre noch nicht mehr. Schrotflinten? Doch, jetzt höre ich ihn wieder. Das haben wir schon. Und Bögen. Primitiver Bogen, Quali 5. Ein bisschen Steroide ist eben mal gut. Und wir haben immer noch nur 7 Dietriche. Ich hoffe mal, dass der Bär hier sicher nicht gleich reinquetscht, ne? Und den hätten wir ein kleines technisches Problem. Hier haben wir auch gleich ein Problem. Ja. Och, komm bitte, Junge. Wow, einen haben wir noch. Muni, Muni, Muni haben wir übelst verballert. Zum Glück haben wir noch welche in der Kiste. Kommando-Outfit aus Stufe 4. Mal kurz was gucken. Vollständige Wiederherstellungsgegenstände wirken schneller. Das ist natürlich nice. Bin auch überlegen, das später zu nehmen, aber im Moment brauchen wir das wegen dem Sprit. Das kann weg. Das ist gut. Und zweimal Ente-Werkzeuge. Die können wir mit verkaufen. So, mal abgesehen davon sind wir hier noch nicht fertig. Ah, verbesserte Fittingsmod, das haben wir schon. Ich hoffe mal, dass der Bär da jetzt nicht steht da oben. Bis auf das kann man das eigentlich durchaus gebrauchen. Wo ist er? Einen Moment, lass mich einmal kurz hoch. Da ist er immer noch, okay. Aber auch ein neues Aussehen, die Bären, ne? Okay, ich hoffe mal, da fällt mir jetzt nichts in den Rücken. Ich glaube, hier bestimmt sowieso so gut wie fast alles wach geworden. Bei der Menge, die da von draußen rumrannte. Das braucht mir jetzt nicht wirklich. Ja. Ja, du kannst gerne kommen, der Bär nicht. Wo bist du denn, Mann? Was schießt du denn auf dem Dach, sag mal? Hallo?
Team. Erinnere ich dich daran. Wegen B. Die kommt gleich wieder zu uns. Didim-dim. Didididim. Hallo, Kumpel. Treib mal an. Du stirb doch mal. Ne, er spielt lieber Purzelbaum. Dim-dim-dim. Will nicht unbedingt den Bären triggern. Wir haben nicht mehr genug Muni. Sag mal, sind die hier stabiler als bei uns, die Feralen? Das kommt mir langsam so vor. Ist er tot? Der ist tot. Gut, haben wir hier noch irgendwas Brauchbares? Nee. Klo ist nicht besetzt. Und dann müssen wir hier wohl mal reingucken. Bitte schon. Hallo Jungs, hab ich euch gestört? Tut mir leid. Zu dritt an einem Klo. Also Manieren haben die nicht. Na gut, es ist ein Mannschaftsklo, aber trotzdem. Das brauchen wir auch nicht. Hallo? Tschüss! Wow! Sind wir jetzt denn da? Warte mal. Sind doch ein bisschen mehr drin. Das kommt mir hier vor wie eine befallene Quest. Ist es aber nicht. Ne, ne? Na, Kumpel, du lebst ja noch. Schön. Jetzt ist die Quest auch fertig. Rüstungen. Hier, warte, warte, warte. Den kannst du gleich reinsüffeln. Das war schon spaßig. Nicht ganz ohne, aber schon spaßig. Nerdstiefel, auch auf Stufe 4. Mit Stoff auch. Das nehmen wir mal mit. Dankeschön. Und? Dankeschön. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier wegkommen, ohne dass uns der Bär ans Leder will. Weiß auch gar nicht, wo der geblieben ist. So, Quiz geht in diese Richtung da. Den fahr auch mal hin, meine Freunde. Da kam auch was raus. Schön. Okay, es ist schon eine ganz andere Hausnummer. Dafür findet man hier halt auch den besseren Loot, wie man schon sieht, ne? Jo, den machen wir trotzdem bei uns. So, einen Moment. Erstmal alles drin, was geht. Sprit kann gleich ins Motorrad. Das kann alles drin. Der auch erstmal. Das verkaufen wir mit. Die können wir noch zerlegen. Das hier wollte ich behalten. Das ist noch Blei. Die werden wir auch mit verkaufen. Ja, Blei, das packen wir gleich rein. So. Auk, Juk. Tschutsch, wird's glaube ich ausgefunden. So, mein Freund, du schickst mich an Ecken, du? Nee, nee, nee. You got the job done. Ich brauch keinen Messbäcker. Ich hab genug Messbäcker, aber ich brauch die 10 Dietrich. Dankeschön. Dann sonst noch irgendwas. Befallen will ich nicht. Moment nicht. Fort Chopper. Don't just stare at my hands and face. Get your ass out there and get the job done. Ist doch gut, Mann. Brüll nicht so. Brauchen wir denn überhaupt für die 100? Okay, das dauert eine Weile. Und dann gibt es hier ja noch die Begrenzung. Ah, kriegen wir schon hin. Man hat ja Zeit, ne? Dim, di, di, di. Hey,
Hey, mein Freund. Dankeschön. Das war auf jeden Fall spaßig. Aber Skillpunkte haben wir nicht gekriegt, ne? Nein. Okay, auch wenn nicht mehr viel gefehlt hätte, zum Glück hatten sie die Rüstung einigermaßen geschützt. Dedim. Hier, ich nehme kurz die Müllsäcke. Die liegen später eh wieder da. Aber wir kommen jetzt für heute zum Indie. Aber es war auf jeden Fall spaßig. Hab mich etwas überrascht. So viele Grüne. Das ist ein Problem, was wir zurzeit halt haben. Ich glaube in der... Gott, jetzt ist die Kamera auch noch verrutscht vom Erschrecken. So, ich glaube, na, K haben wir das, oder? Ja. Nur sie haben halt bei weitem nicht genug Muni mehr gehabt. Ich brauche das Ding auch unbedingt im Schockstab. Aber unbedingt. Das wollt ihr noch verkaufen? Zumindest gibt es hier gut Geld. So, warte mal. Muni haben wir hier aber zum Glück etwas eingesammelt. Und wir brauchen ja nicht immer so viel Muni. Schön. Haben wir das wieder voll? Das kannst du, glaube ich, reintanken. Und den Kram verkaufe ich dann gleich drinne. Und der passt hat. Schön. Gut. We're getting low. Dann freue ich mich mal, wie es hier weitergeht. Danke. Danke. Hast du eigentlich sowas wie ein Chemietisch? Warte mal. Rüstung, Deko, gut, bei Deko bestimmt nicht. Wenn denn eher bei Wissenschaft, ne? Oder Mods, ne, bei uns eher weniger. Guck mal kurz alles durch. Ich glaube nicht, dass er satt. Mö. Ich meine, die können sowas haben, glaube ich, aber äußerst selten. Nee, hat er hier gerade nicht? Die sind nicht schlimm. Get out of my shop! Ist ja gut, Mensch. Der brüllt ja schlimmer als Red. Alles klar. Den schönen, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye.